Ah, wir werden gleich noch einen Kollegen treffen. Oh nö. Oh nö, der hat mir EP geklaut. Du Sack. Oh, 30 EP, die hätte ich gerne gehabt. Ah, weißt du was? Jetzt bolze ich dich einfach um. Du gemeiner Hund. Hast mir meine EP geklaut. Und mein Gold kriege ich jetzt auch wieder. Oh, weißt du warum? Können wir uns gleich besaufen? Bier, können wir uns besaufen? Dunkles Paladiner. Ein Fisch, 10 Gold, ein paar Goldnuggets. Na, Ast rein. Hier lag doch noch ein Wolf. Ja, können wir uns das Fleisch noch mitnehmen? Zack, zerrapp. Hier hoch. Heilpflanzen, Heilpflanzen. Heilpflanzen sind übrigens gut für die Verdauung. Ess so viele du kannst. Oder du stirbst. Oh, ein Schrein. Was ist das denn? Ein Bauernhof. Ach, der Bauernhof. Hat Cavallon und Lester doch darüber geredet, oder? Und der Lester noch? Erstmal alles aufheben, was hier liegt. Scheiß drauf. Wir beten einfach mal eine Runde. Beten! Wir spenden 50 Goldstücke. Innos schenkt dir 2 Lebensenergie. Aber hat er jetzt nur mein Leben um 2 aufgefüllt oder plus 2? Ich weiß es nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier. Wir machen einen auf Kammerjäger. Kleine Blutfliege, kleine Blutfliege. Auf damit. Oh, man trifft natürlich immer nicht dann, wenn man treffen möchte. Zack. Oh Gott. So, da drüben sind noch 2 junge Wölfe. Einen werde ich wohl mit einem Pfeil platt machen und den nächsten dann, wenn ich irgendwann nochmal treffe. Und den nächsten dann mit unserer Nahkampfwaffe. Na, komm schon. Na, gut. Haben wir den auch schon mal platt gemacht. Da ist nichts zu holen. Welches Level sind wir eigentlich? Level 1, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, Level 1. Und wir haben 10 Lernpunkte. Das bringt uns bis jetzt noch nicht sehr weit. Und alles kostet hier so viel Lernpunkte. Das ist unglaublich. Ups, was da unten? Schwarze Goblins? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das kann ja heiter werden. Alles klar, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Goblin hier. Mit schlimm genug. Ne, ne, gut. Dallen. Okay. Plündern wir den mal. Nix drin. Hier rechts sitzt einer auf der Bank, hab ich gesehen. Ah, hier liegt eine Spruchrolle. Heilung. Und da liegt auch was. Nimm mal mit. Eine Hacke. Alter, die Hacke ist voll Hacke. Ah, hier sind auch noch 2 Viecher. Die gönnen wir uns. Ich hoffe... Oh, da steht schon wieder jemand. Jetzt kommen die Leute aber am laufenden Band, oder? Komm her. Ich treffe dich jetzt wahrscheinlich nicht. Perfekt. So, dann babbeln wir erstmal mit dem Typen auf der Bank. Wer bist du? Sieh an, wen haben wir denn da? Ich weiß da? Es nicht, sag du es mir. Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling in der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Ach ja. Was hast du denn anzubieten? Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Okay. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst. Und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Wie kommst du dann in die Stadt? Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Ja, glaubt ja auch jeder. Was willst du denn für deinen Passierschein haben? Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Okay. Jetzt? Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Na, ich wusste doch, dass da ein Haken ist. Haben wir eine Abmachung? Das ist doch ein Haken an der Sache. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Ja. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Soll ich machen, jemanden abmurksen?
Nein, ich nehme den Schein nicht an. Also ich, ich habe keinen Bock. Nein. Ja, er hätte jetzt gesagt, naja, schade. Ich dachte, ich hätte dich anders eingeschätzt. Aber zeig mir mal deine Ware. Zeig mir dann. Such dir was. Ich suche mir was aus. Die Pfanne nehmen wir mit. Und dann verkaufen wir hier den ganzen Rotz. Die 19 von euch. Ein Degen. Ui. Das schartige, rostige Schwert können wir weghauen. Die rostige Axt haben wir weg. Die Dolche können alle weg. Den Kurzbogen, den zweiten, hauen wir weg. Hat der Pfeile da? Nee, ne? Nee. Und den Rest werden wir erstmal behalten. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Von mir aus. So, da oben stand auch noch jemand, das habe ich gesehen. Hallo. Oh, uns geht's nicht so gut. Aber egal, wir machen einfach weiter. Wir müssen drauf haben. Mallet. Hey, Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Echt, hast du also Augen im Kopf. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Witzbold. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ja, ich wurde von Banditen überfallen. Oh. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ich bin ein badass Motherfucker. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Wahrscheinlich. Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen... Toll, 3 Flaschen Wein. Was soll ich damit? Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich. Zu verschenken haben wir nichts. Warum nicht? Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lubert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Machen wir gleich. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich kein Problem, Geld spielt keine Rolle. Du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie... Ich finde schon. Verstehe. Wo finde ich Lobart? Wo finde ich Lobart? Na, auf dem Hof natürlich. Ach was. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Ja, wenn er mich prügelt, prügel ich ihn mal. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Nein, das ist mein Wolf. Oh. Das ist viel weniger. Oh, der hat mir die EP geklaut. Der Sack. So, jetzt müssen wir uns einer langweiligen Aufgabe widmen. Komm ich da rüber? Jawohl. Und zwar schnell mal hier die Dinge einsammeln. Die Feldrüben. Das will der Typ nämlich gleich von uns. Was macht ihr denn da? Habt ihr euch besprungen? Du willst zu scharf vor mir. So. Ich weiß gar nicht, ob man alle oder nur 10 einsammeln muss. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich sammle jetzt einfach schnell alle ein, dann haben wir sie hinter uns. Und dann müssen wir nicht gleich wieder von ihm bis dahin laufen, sondern machen das einfach gleich so. So, so und so. Aha, aha. Alles klärchen. Jawohl. Und perfekt. Haben wir allein gesammelt. Ich habe hier hinter doch auch noch ein paar Blumen gesehen. Oh, Paradies. Ja, 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 ja. Ich finde die Aufnahmen, Aufnehmen-Animation dauert viel zu lange. Müsst einfach bop aufgenommen. Bop aufgenommen. Aber es ist ziemlich realistisch gemacht, dass man sich kurz bücken muss. Kann man froh sein, dass der Typ keinen Hexenschuss dabei bekommt. Ist das Spiel auch vorbei. Hallo Lobart! Hey! Warum treibst du dich hier auf meinen Schreib mir die Wand, bin sensibel! Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Für wen bist du denn? Aber ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge! Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Oh, für die Bauern. Ich glaube, das ist gleich das Beste, wenn wir das jetzt mal sagen. Sonst kriegen wir Ärger. Ona, dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Ich weiß es nicht. Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was? Was ist eigentlich hier los? Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was Nein. los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Weiß nicht. Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen.
Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Una war der erste von ihnen. Ja, weil muss man auch mal sagen, dass das ihr gutes Recht ist. Man darf sich ja nicht alles nehmen lassen. Erzähl mir mehr über diesen Una. Una ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals Guter Mann. Halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Okay. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Okay. Für wen bist du denn? Bauern oder König? Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Naja, das glaube ich auch. Na gut, ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Warum nicht? Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu okay, tun. Okay, dann. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt doch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Meine Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. Dann machen wir das. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten sehr nehmen. Gut. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Alles klar. Ah, soll ich so Rüben für dich ziehen? Willst du mich verarschen? Nee, wir haben sie ja schon gepflückt. Also, na gut. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Er kommt mir eigentlich sofort, wäre er hier der Kriegstreiber. Ja, hier hast du deine verdammten Rüben. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu brauchen. Ach, was. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Ja, mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Ah, mal also was gespart. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die okay. Hilfe. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Na, was sollen sie denn kosten? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 50 Goldstücke. Ist schon allein dafür, dass ich... Er ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Schon allein deswegen, dass wir die Banditen erledigt haben, müssen wir die Kleidung umsonst bekommen. Aber sei es drum. Gehen wir mal zu seinem Frauchen. Gucken, was die zu sagen hat. Hilda! Hey, you! Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du Was ist mit dem Gesicht los? Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen komisch ist. Aus. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäumst? Ich versauf doch kein Geld. Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Natürlich taugt die was. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Das weiß ich, dankeschön. So, wupp, wir reden jetzt nochmal mit... Erstmal speichern. Und dann reden wir noch mit dem Typen da auf dem Feld.
Im Prinzip braucht man sich eigentlich mit den Leuten, die keinen Namen haben, nicht zu unterhalten. Das ist ein Bauer. Das ist auch ein Bauer. Vino! Alter Fuchs. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks was da los? Brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Warum? Warum nicht? Ah, kann ich dir eigentlich irgendwie helfen? Ich suche Arbeit. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt denn das zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Hab ich schon gemerkt. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken. Alles klar. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Hallo, ich wäre der beste Hacker, den es gibt. Ja, ja, ich habe ja den Wein oben von Mallet bekommen. Wie hast du deinen Wein? Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Ich bitte dir, auf jeden Fall. Lobart wird von Prost. Mir nur das Beste über dich zu hören. Dann will ich auch mal meinen. Ich will in die Stadt. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Aber Mallet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Ja, hat er mir ja schon erzählt. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand Kacke. Gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Besser ist es. Alles klärchen, dann gehen wir nochmal zu Lobart zurück, sagen ihm, was wir alles gemacht haben, stibitzen uns die Klamotten und gucken mal. Lobart, ich bin fertig. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Mallet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Arbeit gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Okay, das heißt, wir haben den Preis um 30 Goldstücke senken können. Dann gib mir die Landarbeiterkleidung. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Ja gut, dann holen wir uns mal die Kleidung. Ach nee, ich hab was vergessen. Wir gehen auf Expedition. Wie ich hier schon sehe, ist da ein Beutel. Der will in meinen Besitz. Aber ich erstelle mal was Neues und nenne das Dieb. Und speichere dann immer, wenn ich was klaue. Weil die Leute, die werden manchmal ganz aggro. Verstehe auch nicht, warum die aggressiv werden, wenn man denen ihr... Aha, da ist er. Wenn man denen ihre Lederbeutel klaut. Hallo, das sind doch nur ihre Geldbörsen. Ich meine... Wollen sie etwa nichts abgeben? Voll die Egoisten. So, gucken wir mal hier. Ah, das ist die Truhe. 2 Äpfel, 1 Käse, 2 Gold und die Bauernkleidung. Yippie-yay. Die legen wir uns auch mal direkt an. Und wie schaut die aus? Ah, gut schauen die aus. Sie sehen aus wie ein Bauer. Toll. So. So, ich würde dann auch mal sagen, bevor wir uns um die Feldräuberleiten kümmern, ende ich den Part hier und wünsche euch einen wundervollen Tag. Tschüss.